Snapchat und Twitter so abgeht. Victoria, leg dein Handy jetzt weg. Ja, ich schau das nur kurz fertig an. Mach dich dann fertig für die Schule. Der Bus kommt gleich und du musst auch noch frühstücken. Anneliese, lass sie doch. Sie ist immerhin schon 14. Du hast gut reden, Manfred. Du bist ja selber ein Handysuchtler. Mit dem Summerton wird es 6.20 Uhr. Na gut, dann mache ich mich jetzt fertig in die Schule. Bücher, Hefte, alles da. Dann kann ich auch schon los. Ich hasse dieses Lied. Kannst du es länger als 3 Sekunden anhören? Du verstehst mich nicht. Warte mal, ich glaube, Vicky ist da. Ich bin hier in das Drehspiel, also im Wettbewerb, wer sich am längsten drehen kann. Ja, mein Lieblingsspiel. Alle hinsetzen, bitte. Hi, Katrin ist schon da. Wir sollen uns auf unsere Plätze setzen. Boah, wir wollten gerade mit dem Drehspiel beginnen. Es kann nicht sein, dass ihr 5 Minuten zum Hinsetzen braucht. Die Zeit, die ihr vergeudet, wird euch von der Pause abgezogen. Ich gehe schnell meine Flasche auffüllen. Nein, du setzt dich jetzt hin. Die Stunde hat vor 10 Minuten begonnen. Ja, aber der Unterricht hat schon längst begonnen. Füll deine Flasche in der Pause auf. Sebi, also, zur Erinnerung, ihr schreibt jetzt den Brief für den Schüleraustausch. Ihr könnt zwischen Spanien, England und Italien auswählen. Also ich nehme England, weil ein Freund von mir dort wohnt. Was sollen wir machen? Ich habe gerade nicht zugehört. Wir sollen einen Brief nach Eros schreiben. Sehr lustig, ahaha. Der Unterricht ist beendet. Jetzt haben wir gleich Geschichte. Ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Gerede von Walter. Ich verstehe nicht, wie man 50 Minuten lang über den Buchdruck reden kann. Ich finde das eigentlich ganz interessant, aber naja. Vicky, aufpassen! Ja, mach ich. Norbert, schläfst du jetzt eh nicht schon wieder? Nein, ich bekomme alles mit. Vicky, nervst du jetzt ernsthaft schon wieder den Jonas? Das kann nicht sein. Es tut mir ja leid, aber wenn du so weitermachst, darfst du dich über eine 3 in Geschichte nicht wundern. Du weißt nichts und passt dann auch nicht auf. Das ist der Wahnsinn in dieser Klasse. Ja, ist schon gut. Was soll ich dazu noch sagen? Ich bin so arm. Selbstverständlich kannst du bei uns wohnen.
Ich werde dir unsere Schule zeigen und dir alles erklären. Bitte nicht wundern. Ich habe gehört, dass man bei euch andere Reisefortbewegungsmittel verwendet. Wenn du direkt in meinem Zimmer ankommen möchtest, musst du einfach mit all deinen Sachen in deinen Kasten steigen, die Türe schließen und dann von 0 bis 20 zählen. Ach ja, nimm unbedingt dein Handy mit. Ohne Handy geht bei uns gar nichts. Bis bald, Mona. Hä, das soll funktionieren? Egal, sie wird es ja wissen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Es wird bestimmt eine tolle Zeit. Nur die Hinreise kann eigentlich nicht funktionieren. Mach's gut, Victoria. Hab eine schöne Zeit und sei brav. Und mach keinen Unfug. Wir können dich jederzeit abholen. Glaub mir. Bis bald. So, jetzt muss ich mich nur noch in den Kasten setzen und von 0 bis 20 zählen. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Möchtest du dich gleich registrieren? Du brauchst dazu dein Handy. Ja, warte kurz. Oh, scheiße, ich finde es nicht. Ich reise einfach schnell zurück, das geht eh so schnell. Da gibt es nur ein Problem. Du kannst jetzt in einer Woche zurückreisen. Das ist ein Gesetz, das Gustav erlassen hat. Am besten, ich erzähle dir alles von Anfang an. Wenn man auf unseren Planeten kommt, muss man sich mit einer Fastfood-Kette von Gustav Gänsebeine anmelden. Er hat sehr viel Einfluss auf uns und hat auch schon einige Gesetze entwickelt. Zum Beispiel, dass man mit 14 einen Chip bekommt. Bis dorthin ist das Handy lebenswichtig. Ich hoffe, du überlebst diese Woche. Ich wäre mir da nicht so sicher. Alles verstanden? Ich denke schon. Von der Erde. Hallo. Hallo, ich bin Lorenz und das ist Elisa. Hi. Ach ja, ich wollte dir noch unbedingt etwas zeigen. Sehr toll. Leute, der Unterricht fängt gleich an. Morgen, setzt euch bitte. Hallo Martin, das ist Vicky von der Erde. Grüß Gott, willkommen. Bei uns muss man nicht so üblich sein, wir sagen immer Hallo. Heute werden wir den Martinosaurus genau besprechen. Ich sende ihn auf eure Handys. Bitte zeichnet ihn in euer Heft ab. Weiß jemand, was sie gefressen haben? Ja? Ich glaube, sie haben Pelze gefressen. Wusstet ihr, dass Champignons zu 90% aus Wasser bestehen? Sebi, zeig auf, wenn du was sagen willst. Und ja, Elisa, das stimmt. Sie waren nämlich Pflanzenfresser. Das ist total schwer. Ich kann das nicht. Ich kann viel schlechter malen als ihr. Aber na gut, ich zeichne ihn euch vor. Wenn ihr meine Zeichnungen von früher sehen würdet, würde die nicht auslachen. Und? Ist das gut so? Ich sehe nichts. Vielleicht sollte ich mir echt eine Brille kaufen. Aber Brillen stehen mir nicht, egal welche Form. Jeden Tag kann ich mir von meiner Frau anhören, dass ich eine Brille brauche. Jedes Mal, wenn wir beim Optiker vorbeikommen, sagt sie, schau eine Brille, schau eine Aktion. Setz dich bitte. Nee, zeig mal her. Ja. Oha, voll gut. Danke.
Der Unterricht ist zu Ende. Ah, eine neue Nachricht. Was? Ich habe gewonnen. Was? Was hast du gewonnen? Ich arbeite für eine Woche als Praktikantin in Gustavs Firma. Morgen schon. Nur blöd, dass morgen Dienstag ist. Hä, wieso denn? Wir haben Dienstags und Mittwochs frei. Ah, okay. Sie meint, dass ihr Praktikum mega cool ist und dass sie von Gustav persönlich eingeschult wurde. Sie kommt zwar erst um 8 Uhr nach Hause, aber sie meint, es lohnt sich. Schön und gut, aber können wir jetzt bitte Computer spielen? Oh, Mona! Ja, flott sprechen. Hilfe, das ist der reinste Horror hier. Holt mich hier raus. Ich komme mir vor wie eine Maschine. Aber seid vorsichtig! Gustav soll schon einige Mitarbeiter abgestochen haben. Aber passt auf mit den Chips! Ah, er kommt! Der Code ist GI. Hilfe! Mona? Bist du noch da? Mona? Was ist passiert? Vielleicht hat Gustav sie gefangen. Wir müssen ihr helfen. Die Frage ist nur wie. Und außerdem, was meinte sie mit den Chips? Lorenz, du hast den Chip schon. Ja. Und Elisa, du noch nicht. Ah, was ist wohl gemeint? Egal, das werden wir schon noch herausfinden. Jetzt brauchen wir erstmal einen guten Plan. Okay, am besten fassen wir alles zusammen, was wir über Gustav für Gänsebeine wissen. Ich schreibe alles auf eine Flipchart und am Ende haben wir den grandiosesten Plan aller Zeiten. Okay. Okay. Wir wissen, dass die Fastfood-Kette von Gustav für Gänsebeine sehr viel Einfluss auf uns hat. Er hat sicher einige Wachen und möglicherweise auch eine Alarmanlage. Nur blöd, dass wir den vollständigen Code nicht wissen. Irgendwas mit GE. So, ich glaube, jetzt haben wir das Wichtigste. Ohne den Code kommen wir allerdings nicht so weit. Was ist wohl gemeint? GE. Mhm. Leute, wartet mal, schaut her. Gustav für Gänsebeine. GE. Stimmt. Und den perfekten Plan habe ich auch schon. Also, wir gehen zu Gustavs Firma und der fünfte Buchstabe im Alphabet ist, dann ist G eine 7. Ja, das könnte es sein. Ja, oh, wie überlisten wir die Wache? Ich werfe einen Stein dort ins Gebüsch. Dann glaubt die Wache, dass dort jemand ist. Guter Wurf. Thank you.
gar nicht gut. Wir müssen echt aufpassen. Wir sind zwar noch keine Wache begegnet, aber das kann sich schnell ändern. Ich finde das sehr seltsam. Florentin verfolgt in unserer Nähe ist keine einzige Wache. Denk doch daran, was Mona uns sagen wollte. Ja, stimmt. Lass mich kurz überlegen. Ja, es wird es sein. Mit den Chips kann man ja geortet werden. Weil wir beide die Chips nicht haben und unsere Handys nicht mitgenommen haben, weiß das doch nicht zu uns. Okay, soweit so gut. Konzentrieren wir uns jetzt auf unsere Mission. Ich würde vorschlagen, suchen wir den Keller weiter. Okay. Hallo? Meine Flucht ist missglückt und die Wächter haben mich zu Mona ins Gefängnis gebracht. Ihr sollt gleich den Chip eingepflanzt werden. Weitere Erklärungen später, beeilt euch! Okay, wo seid ihr? Wir sind gerade in den Keller gegangen. Wir wissen es nicht genau, es war so dunkel. Wir sind an mehreren Türen vorbeigeführt worden und sind dann eine Treppe hinuntergegangen. Es folgte ein langer Gang und an dessen Ende war eine schwere Metalltür. Die Wachen haben mich eingesperrt und als die Gute in die gleiche Zelle wie Mona. Mir geht's soweit gut, keine Sorgen. Hi, kurze Vorwarnung. Es gibt hier einen Zahlencode. Wir haben leider keine Ahnung, wie er laufen könnte. Vielleicht ist es das Geburtsdatum von Gustav. Er wurde am 23.04.1993 geboren. Okay. Schau, wir haben ihn. Dort sind einige Türen. Gehen wir, sonst kommen wir noch zu spät. Was wir allerdings nicht vergessen dürfen, ist, dass Lorenz den Chip schon hat und die Wachen uns leicht entdecken könnten. Ja, jetzt gebe endlich den Code ein, obwohl mir das Geburtsdatum viel zu simpel erscheint. Nein, die Türe geht nicht auf. Was habe ich gesagt? Ich gebe einfach irgendwas ein. Das funktioniert immer. Haha, das glaubst du wohl selber nicht. Oh, vielleicht doch. Hallo. Bin ich froh, dass ihr uns befreit hättet. Der hätte uns wahrscheinlich sonst nie wieder gehen lassen. Okay. Dürfte ich euch daran erinnern, dass wir nur noch 2 Minuten Zeit für die Flucht haben? Dann holen die Wachen Mona ab. Wir sollten uns ein Versteck suchen, schleunigst. Wir können rausgehen. Da können wir uns vielleicht verstecken. Glaube ich. Schauen wir. Wartet! Ich habe gerade eine Geheimtür entdeckt. Lass uns da nach hinten gehen, das ist ein viel besseres Versteck. Im Park. Hugo. Das schafft er doch nie.
Außerdem ist heute der 18.07. Wir sollten dringend die Polizei rufen. Machst du das mit dem Chip, Lorenz? 881, spreche ich hier mit Kommissar Gordon? Wir haben hier einen Notfall. Ja, was ist denn passiert? Wir sind in Gänsebeins Firma. Wir haben eine schreckliche Entdeckung gemacht. Kommen Sie sofort her. In Ordnung, bleibt's wo ihr seid. Wir sind in 5 Minuten da. Gut, beeilen Sie sich. Oh nein, ich glaube, ich höre Gustav. Verstecken wir uns schnell hinter diesen Tisch. Wenn er uns den Rücken zuckt, jetzt fesseln wir mit diesem Seil. Ja, ich mach das. Diese dummen Göhren wissen zum Glück nicht, dass es in diesem Raum einen Alarmknopf gibt. Was gibt's denn da zu lachen? Also ich fände es nicht so lustig, wenn ich von Kindern überlistet werden würde. Ihr dummen kleinen Nervensägen, ihr wisst gar nichts. Das werden wir sehen. Los Leute, wir sollten sehen, wo die Überraschungsbesucher bleiben. Gustav, nur damit du es weißt. Wir sperren die Tür von außen zu. Vielleicht hast du ja gedacht, dass wir dümmer sind, als wir aussehen. Das werdet ihr bereuen. Ihr werdet schon sehen, wer am Ende gewinnen wird. Außerdem habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Wohl im Eingangsbereich. Da vorne ist die Eingangstüre. Nein! Das meint er mit der kleinen Überraschung. Seht, diese Wachen versperren uns den Ausgang. Und von dort kommen auch noch welche angerannt. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Wachen, ihr verfolgt sie. Los, macht schon. Seid zu nichts zu gebrauchen. Ich befreie Gustav. Müssen sie finden, sonst bekommen wir riesigen Ärger. Thank you.
sind Sie verletzt? Ich bin so schnell wie möglich hergekommen, aber diese Wachen haben es mir nicht gerade leicht gemacht. Das brauchst du mir nicht zu sagen, aber dazu habe ich dich, meine oberste Wache. Eigentlich müsste ich sagen, meine Leibwache. Diese Kinder kommen unseren Plan hoffentlich nicht doch mal in die Quere. Viel Zeit bleibt uns nämlich nicht mehr. Das Treffen mit Hugo ist nur schon in einer halben Stunde. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass diese Wachen etwas selbstständiger werden. Abgemacht. Falls irgendetwas schief läuft und ich in 3 Stunden nicht wieder da bin, übergebe ich dir das Kommando. Wahrscheinlich ist es aber am klügsten, wenn du verschwindest und uns im richtigen Augenblick befreist. Apropos befreien! Hä? Bind mich jetzt endlich los! Ich zähle auf dich, enttäusch mich nicht. Natürlich nicht. Sie sollten jetzt gehen, es wird Zeit. Sogenannten Hugo Honig. Wir haben Gustav für eingesperrt, aber er wurde bereits befreit. Unsere einzige Möglichkeit ist, ihn beim Treffen zu überraschen. Ah, der Hugo. Ja, mit dem haben wir schon mal was zu tun gehabt. Aber ich glaube nicht, dass der Gustave was damit zu tun hat. Hier, lesen Sie einfach mal diesen Brief durch. Ah, der schaut wirklich nicht gut aus. In 5 Minuten müssen wir dort sein. Wir müssen uns beeilen. Am besten fahr du mit uns mit. Okay, dann mal los. Dann los. Da vorne sind sie. Ihr bleibt hier. Los, Kollege, wir regeln das. Was soll denn das Affentheater? Kann man sich hier nicht mal mehr in Ruhe unterhalten? Oder ist es jetzt auch schon verboten? Wir haben uns extra die Hände desinfiziert. Sie sind überführt, Herr Honig. Dank dieser Kinder wissen wir alles. Ein Wunder, dass Sie sorgen, kein Verbrechen verwickelt waren. Los, mitkommen! Hey, Kollege, was soll das? Du dachtest, ich bin dein Kollege, dass ich nicht lache. Attacke! Hä? Ich hasse Abschiede. Wir verstehen uns alle so gut. Ich habe dir meine Nummer aufgeschrieben. Schreib mir dann. Voll old school. Okay, gleich ist es soweit. In 1 Minute musst du wieder zurück auf die Erde. Leider kann man nicht länger bleiben, sonst kommt man nicht mehr zurück. Dann sonst hättest du noch bis nachmittags bleiben können. Ciao, bis bald. Tschüss, wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es tut schon gut, wieder zu Hause zu sein. Ah, Victoria, ich hab dich gar nicht gehört. Deine Mutter kommt gleich. Vicky, gar nicht am Handy? So ein Wunder, die Woche hat dir wohl gut getan. Ja, es ist ja nicht so wichtig, die ganze Zeit am Handy zu sein. Ich möchte mich mal lieber mit meinen Freunden treffen. Ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Wir haben nur ein paar Mal Computer gespielt. Jetzt auf einmal? Irgendwas ist echt mit dir passiert. Wie war's denn so? Es war eine sehr schöne Woche, allerdings ist nichts Besonderes passiert. Aber ich würde es so auf jeden Fall nochmal machen. Na gut, dann pack mal deine Sachen aus. Es hat sich viel verändert. Es gibt nicht nur Fastfood-Restaurants, sondern auch andere Gasthäuser und Lokale. Außerdem haben die meisten erkannt, dass unser Handy nicht unsere Lebensessenz ist. Das Allerbeste, mit 14 bekommt man keinen Chip mehr. Übrigens, Vicky, du bist jetzt auf Eros berühmt und alle wollen dich auf der Erde besuchen kommen. Wir haben dir eine Überraschung gesendet. Schau mal in deinen Schrank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, mach ich dann. Tschüss. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns für den Schüleraustausch in deiner Schule angemeldet. Und hier sind wir. Na dann, vielleicht erleben wir ja noch ein Abenteuer. Yeah! Ha 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 ha!